Ja, und jetzt willkommen, liebe Zuschauer, live in Paris am 10. Spieltag nach diesem Wahnsinnsmatch am gestrigen Tag. Heute also die beiden restlichen Viertelfinalbegegnungen zwischen Thomas Muster und dem Boris Becker Bezwinger Goran Ivanisevic und danach ein Match, das viele nicht zu Beginn dieses Turniers auf der Rechnung hatten. Das Match zwischen Andrés Gomes und Thierry Champion. Sie haben Regenschirme gesehen, liebe Zuschauer, an diesem 10. Spieltag in Roland Garros. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Dies scheint nur eine kurze Husche zu sein, die im Moment hier über das Stadion herüberzieht. Beide Spieler haben auch ihre Vorbereitungen keineswegs unterbrochen. Und Sie hören den Beifall für den Boris Becker-Bezwinger Goran Ivanisevic zuvor und eben für den Österreicher Thomas Muster. Den Manager und Coach von Thomas Muster hatten wir ja gestern zu Gast in unserer Kabine, hier in unserer Eurosport-Kabine direkt am Court Central. Und er hat ja ein bisschen geplaudert, wie zu spielen ist gegen diesen Goran Ivanisevic. Viel, so hat er uns erzählt, wird abhängen vom Return. Thomas Muster muss gegen Goran Ivanisevic, den 18-jährigen Jugoslawen, sozusagen volle Pulle returnieren, also volles Risiko gehen und dann mit dem zweiten Ball die Chance suchen, diesen zu passieren oder zu überloppen. Aber auch Goran Ivanisevic war gestern bei uns und wir hatten ja Gelegenheit, ihn hier zu befragen. Und ich kann mich vor allem erinnern an den Weg von der Player Lounge. Das ist jener Bereich, in dem sich die Spieler halt aufhalten, als ich den dann abholte, um in unsere Kabine zu führen. Das ist ein Marsch so von etwa 150, 200 Metern quer über das Gelände. Und immer wieder wurde er um Autogramme gebeten und wurde mit Glückwünschen und mit wirklichen Sympathiebekundungen konfrontiert und er sagte dann immer wieder vor sich hin, es ist unglaublich, was hier passiert ist in Paris um mich herum. Es ist einfach unglaublich. Ich kann es nicht fassen. Und nun, das Spiel beginnt. Thomas Muster serviert zum ersten Aufschlag. Ja, das war der Weg, den Goran Ivanisevic beging, als er gegen Boris Becker in 4 Sätzen gewinnen konnte. Radi Radenkovic rechts im Bild, dahinter Vater Ivanisevic, davor vielmehr. Jugoslawische Fans. Und dann. Das Selbstbewusstsein des Jugoslawen schon bei diesen ersten beiden Ballwechseln klar erkennbar, bei den ersten längeren, wollte ich sagen.
die Breakchance. Was für ein Ballwechsel gleich in diesem ersten Spiel. Muster momentan noch nicht mit dem Mut, die Bälle nahe an die Seitenlinien zu platzieren. Und dadurch braucht sich der Jugoslawe noch nicht allzu viel zu bewegen, spielt enorm sicher und druckvoll. Schwieriges Auftaktspiel für den Österreicher. Rallyes, wie sie Boris Becker verzweifeln ließ, Muster indes hier mit dem Punkt zum Vorteil die Chance zum Spiel gewinnen. Rechts Ronald Leitgeb im Bild, der bei uns noch zu Besuch war. Und daneben Professor Dungel, der für die medizinischen Belange zuständig ist in diesem Team. Ein Ball von Thomas Muster, den wir heute noch öfter sehen werden, wenn er seinen Rhythmus findet. Den kurz cross geschlagenen Vorhandball aus der Rückhandecke. Sivan Nesevic. Offensiv. Wenn immer sich die Chance bietet und er erkannte die Möglichkeit eben bei diesem zu kurzen Ball des Österreichers. Avantage Muster. Beide haben noch nie gegeneinander gespielt. Zum Vergleich in der Weltrangliste Ivan Nesevic vor diesem Turnier Rang 31, Muster indes Rang 9. Korrektur, Ivan Nesevic Rang 51, aber die 30 sollte nach diesem Turnier wohl erreicht sein. Und erneut Vorteil für Thomas Muster, dem das natürlich momentan ganz gut bekommt, dass Ivan Nesevic hinten bleibt, denn da kann Muster in seinen Rhythmus kommen. Breakball. Jeu Muster, premier jeu.
Spielball war dies natürlich für Muster und deshalb eher 1:0 in Front im ersten Spiel. Zum ersten Male Ivan Jesovic in einem Turnier so weit vorn. Er, der erst einen einzigen Satz verloren hat. Aber hier der Weg des Thomas Muster erst einmal. Und Sie sehen es, nur ein Satzverlust gegen Paul Haarhaus, den Niederländer. Ansonsten glatte Gewinne über Jonsson, den Schweden. Winogradski, Haarhaus, Martin Reite, das stärkste Spiel des Thomas Muster in Runde 4. Ivan Jesovic, wie erwähnt, hat in seinem allerersten Spiel gegen Boris Becker seinen bisher einzigen Satz überhaupt eingebüßt. Danach alles reibungslos. Ein Indiz seines Selbstbewusstseins. Einige Jarit, Kühnen, Kron, sie bekamen dies dann anschließend zu spüren. Und eins zeigte sich bei diesem Goran Ivan Jesovic: Er spielt mit einem unglaublich starken Aufschlag gegen Boris Becker. Produzierte er fast 20 Asse. Und da dachte man, jetzt wird er wahrscheinlich nachlassen in den nächsten Runden. Ähnlicher wie Sergi Bruguera, aber dem war nicht so. Ivan Jesovic konnte seine Aufschlagstärke halten, seinen Aufschlagrhythmus im gesamten Verlauf dieses Turniers. Wir werden sehen, wie es ihm hier gelingt. Ganz guter Start. 0:1 liegt er zurück und jetzt 15:0. Ivan Jesovic hatte sich gestern mit seinem Doppelpartner Pietro Korda vorbereitet auf diese Begegnung mit Thomas Muster. Beide ja Linkshänder, da bot sich dies an. Und er steht ja auch mit Pietro Korda im Halbfinale dieser French Open, also Doppelbelastung für den 18-Jährigen. Das wird genau die Frage sein, um die es geht heute bei diesem Match. Hat dieser junge Mann aus Jugoslawien die Geduld, auch längere Ballwechsel gegen Thomas Muster durchzustehen? Oder lässt er in der Konzentration nach, so wie eben? Die Spezialität des Jugoslawen, 19 davon bekam Boris Becker um die Ohren serviert. Auch gegen Kron waren es kaum weniger. Darauf war Muster gefasst. Starker zweiter Aufschlag des Linkshänders aus Split. Wir treffen ja zwei der vier Viertelfinalisten als Linkshänder aufeinander. Einer kommt also sicher weiter, Henri Lecomte, gestern ausgeschieden. Ein weiterer, Andrzej Gomes, den werden wir hier nachsehen bei seinem Match gegen Champion. 1:1, Muster serviert. Sehr gut.
Kenza. Riskiert viel der Jugoslawe in dieser Phase. Zwei Spielbälle. Erneut geht das Aufschlagspiel von Thomas Muster über den Einstand. Der Einstand. Und er macht Thomas Muster das Spiel. 17 Minuten notieren wir jetzt für die ersten drei Spiele. 2:1 steht es für den Österreicher. Und Goran Ivanisevic muss schon weite Wege gehen. Wir machen eine kleine Pause. Gillette präsentiert den ersten Rasierer, der die Feinheiten ihres Gesichtes erkennen kann. Gillette für das Beste im Mann.
Jetzt neu. Das Rasiersystem Gillette Sensor. Einzeln auf hochsensiblen Federn gelagerte Klingen tasten die Haut permanent ab und passen sich allen Unebenheiten an. Für den Mann die beste Rasur von Gillette. So gründlich, sanft und sicher wie niemals zuvor. Der neue Gillette Sensor. Gillette, für das Beste immer. Die Rechnung des Österreichers in den beiden bisschen erfolgreichen Aufschlagspielen aufgegangen. Je länger der Ball unterwegs war, das heißt, wenn der Österreicher es vermeidet, den Jugoslawen an der Grundlinie zu halten, dann letztlich eher mit dem Punktgewinn erfolgreich. Die Frage nach der Kraft stellt sich irgendwann einmal in diesem Match sicherlich. Gestern Abend das Match Jennifer Capriati gegen Mary Jo Fernandez. Thomas Muster sicherlich zu diesem Zeitpunkt, wie uns der Manager Fried verriet, in ja, Obhut des Professors Dungel. Ivan Jesovic indes stand noch oben hier zwischen den geöffneten Toren und schaute sich dieses Match an. Ob dies eine Vorbereitung ist, die diesem Viertelfinal-Match zugute kommt oder kam, naja, wir werden sehen. Zum ersten Mal der Österreicher am Netz. Mit dem Konter über die Vorhand. Aber doch Ivan Jesovic ziemlich überrascht von dieser Aktion. Hier dieser Vorhandball eröffnet Muster den Weg ans Netz. Knapp verfehlt das Ziel, dennoch stark, wie Muster hier diesen Rückhandball noch erlief. Schade, dass wir die Wiederholung momentan nicht eingespielt bekommen. Mit ganzem Herzen. Blieb Thomas Muster einfach stehen. Dies ein Ball, der ihm in Monte Carlo den Sieg über Henri Lecomte im Halbfinale bescherte. Der Lob. Dieser Ball, der etwas zu kurz geraten war, aber da er auf die Rückhand des Jugoslawen gespielt wird, ist Muster noch im Spiel. 15:30. Er hat gesagt, Jugoslawe, dass er glaubt, dass die Partie mit Muster schwerer werden würde als die mit Becker. Ist also gefasst auf Schwierigkeiten. Ja, Ass Nummer 2. Der Aufschlag dieses Mannes ein Hauptgesprächsthema.
Die Frage war, hat Baller Staroshe, der Trainer, der frühere Weltklasse-Spieler, den Service verändert? Ivanisevic Antwort, nein. Aber wir haben ihn einfach intensiviert. Das Trainingsprogramm bei dieser Übung weitaus erhöht. Das Resultat sehen Sie hier vielleicht wieder. Hier abermals das Duo Leitgeb Professor Dummel. Seltsamerweise schlägt der Jugoslawe auf dieser Seite besser auf als auf der anderen. Mehr erste Aufschläge im Feld. Somit wieder Vorteil. Auch von Muster einmal ein Patzer, der nicht im Programm steht. Das 2:2. Am Montag hatte ja Ivanisevic noch 38 Grad Fieber. Aber wie Sie sich gestern bei unserem Gespräch mit ihm überzeugen konnten, alles überstanden. Hoffentlich auch heute. Und der Lob und ein Rückzieher. Wie sein Landsmann Mihailovic dies gern beim FC Bayern getan hätte in dieser vergangenen Saison. Diese Rückhand, die hier ins Aus geht, die bereitete auch Boris Becker Schwierigkeiten. Denn immer wenn der Jugoslawe hoch auf dieser Seite angespielt wird, dann macht er viel Druck mit seiner beidhändigen Rückhand. Der Spielstand jetzt 3:2 für Thomas Muster. Und diese Anfangsphase, die zeigt ganz deutlich, wohin es hier geht. Ein Match über mehrere Stunden ist zu erwarten. Das steht fest. Und Thomas Muster in diesem Jahr mehrfach erfolgreich. Hier kurz vorgestellt. Wenn sich Thomas Muster morgen bei irgendeinem Unternehmen vielleicht als PR-Mitarbeiter bewerben würde, dann würde dies drin stehen. Er lebt in Leibnitz in der Steiermark, beziehungsweise dort sein Heimatort. Und er hat mal erzählt in einem Interview, in 5 Minuten, wenn man alle Ampeln auf grün hat, ist man durch. Ein ja, friedliches, schiedliches, nettes Dörfchen, mehr nicht. Und so bescheiden wie sein Heimatort. Hat er auch seine Tennisziele gesteckt. Man hört nie die ganz großen Töne von ihm.
Indes, nachdem es in den vergangenen Monaten so famos gelaufen war, hat er natürlich schon von einem Sieg geträumt. Das heißt, Triumph in Roland Garros. Und er hatte eine gelungene Generalprobe. Das Turnier von Rom, die internationalen Meisterschaften von Italien, hat er gewonnen im Endspiel gegen Andrei Chesnokov. Goran Ivanisevic serviert zum ersten Mal mit einem Volley-Fehler, aber auch einige der wenigen Male, dass er es wagt, Serve and Volley zu spielen. Er wird jetzt mutiger. Ein bekanntes Mittel von Thomas Muster, gerade bei einem Spieler wie Ivanisevic, der über enorme Reichweite am Netz verfügt, da versucht er einfach den Ball möglichst hart auf den Mann zu spielen, schwer der Volley zu kontrollieren. Und 0:30 zum ersten Mal, dass es eng wird für den 18-Jährigen. Ivanisevic momentan taktisch sicherlich nicht gut beraten, auch beim zweiten Volley-Service zu attackieren. Die Return-Qualitäten des Österreichers. Die Quittung, das 2:4, der erste Aufschlagverlust des Jugoslawen. Eine neue Situation für ihn. Eigentlich völlig unverständlich, warum Goran Ivanisevic hier jetzt umstellte in diesem Spiel. Er hatte vorher viel Geduld an der Grundlinie. Viermal der Weg ans Netz, viermal den Punkt nicht gemacht. 4:2 für Muster. Ja, die wuchtigeren Grundlinienschläge rücken doch immer wieder über die Linie hinaus. Zu häufig. Der Ende ist nicht. Und dieser Beifall dürfte dem Jugoslawen besonders gut tun. Auch eher einer mit südeuropäischer Mentalität. Ein Stimmungsspieler. Und der Spielgewinn für Thomas Muster, etwas ratlos, schaut da der Jugoslawe rein. 5:2 für Thomas Muster nach diesem doch recht leicht vergebenen Aufschlagspiel von Goran Ivanisevic, dem 18-Jährigen aus Split. Und seine Karriere noch nicht mit solchen Erfolgen besetzt wie die von Muster, aber er ist auch 4 Jahre jünger. Ja, in Jugoslawien, dort ist seine Heimat und sein Vater übrigens dort Dozent an der Technischen Fachhochschule. Vater
hat er uns gestern erzählt, spielte ja auch die Hauptrolle zu Beginn seiner Tenniskarriere. Aber indes, dies hat er auch verraten, ist der Vater eigentlich nicht mehr so gerne gesehen. Und vor allem wird man, hört man nicht mehr gerne auf ihn, denn er ist einer, der, wie es Väter so gerne machen, Anweisungen gibt, hereinruft. Und er hat mittlerweile, der Goran Jovinović hat seinem Vater einfach verbieten müssen, solche Rufe in das Spiel hineinzutreiben. Ansonsten, er sagt klar, Talosche, mein Trainer, ist der Mann, auf den ich höre, sonst niemand. Er öffnet hier mit dem weiteren Ass. Sie haben eben kurz die Aufschlagstatistik gesehen, Muster mit der wesentlich höheren Quote. Das ist auch nicht verwunderlich, er spielt sein erstes Service zumeist geschnitten. Und wenn der erste von Goran Ivanišević kommt, da haben sie gesehen, was passiert. Zweiten Male hier der Jugoslawe mit unverständlichen und ungewohnten Fehlern. Den Schmetterball, einer seiner Stärken. Und genau das hier, liebe Zuschauer, könnte der Grund sein, warum Ivanišević jetzt doch vornehmlich Surf and Volley spielt. Er hat ein bisschen Angst. 3-4 Stunden solche Rallyes gegen Muster. Das könnte eng werden. Und so wehrt Ivanišević den Satzball ab. Mit was anders als einem Ass. Auch schon wieder der vierte. Perfekter Aufschlag. Vorteil Muster heißt auch Satzball, in diesem Falle bei 5:2 Führung. Die Bewegungen dieses jungen Mannes bislang nicht so sicher und explosiv wie im Match gegen Becker. Freilich, darauf kann er sich verlassen hier offensichtlich. Seine Aufschläge. Aber der Volley, und das sind Chancen, die darf man sich nicht entgehen lassen gegen einen Thomas Muster. Wie immer unruhig. Auch der zweite Satzball nicht genutzt. Thomas Muster hat sich da noch kurz beschwert, denn er bat Ivanišević einen Moment zu warten. Aufschlag kam ihm ein bisschen schnell, nicht nur was das Tempo betrifft. Denn die kommen natürlich mit ungeheurer Geschwindigkeit, diese Geschosse des Jugoslawen. Er wird aus den Fehlern nicht klug, Goran Ivanišević erneut.
Dabei muss er wissen, dass Muster sowohl auf der Vor- wie auch auf der Rückhandseite bei einem zweiten Aufschlag die Chance hat, den Ball früh genug zu treffen. Dann kommt der Return zumeist tief. Vierter Satzball. Der vierte war dann letztlich der, der diesen ersten Abschnitt beendete. 6:2 für den Österreicher. Und eben, was Sie nicht sehen konnten, der Blick von Ivanisevic hinüber zu Balázs Taurasi, seinem Trainer. Er, der ja auch Thomas Muster sehr, sehr gut kennt. Davon versprach sich ja der Jugoslawe eine ganze Menge. Doch zur Erinnerung, auch gegen Boris Becker hatte der Jugoslawe seinen ersten Satz verloren. Fünf zu sieben war dies. Hat sich befreit. Ja, stark gespielt von Muster. Und dieser Ball, der zehrt nicht nur an den Kräften von Goran Ivanisevic, sondern, das sehen Sie jetzt nicht, der geht da in die Knie. Das zehrt auch schon an den Kräften des Jugoslawen. Zermürbende Ballwechsel. Obwohl es erstaunlich ist, achten Sie vielleicht einmal drauf, wie raffiniert der Linkshänder aus Split den Platz abdeckt, die Beinarbeit. Sieht so aus, als ob er sich überhaupt nicht bewegt. Mit zwei, drei Schritten deckt er den ganzen Platz ab. 30 beide. Er zermürbt ihn. Der geniale Arbeiter, wie Sie ihn unlängst einmal nannten, bei unseren Kollegen des Sport Zürich, in Österreich. Und gleich das erste Spiel wieder für Thomas Muster. Eins hat Ronald Leitgeb noch gesagt, wenn Thomas Muster den ersten und vielleicht noch den zweiten gewinnt, dann wird es ganz schwer, gegen den Mann aus Leibniz noch zu gewinnen. Schafft es Goran Ivanisevic wie gegen Boris Becker? Wir werden sehen. Bis gleich. Spreken zijn vader, deze wolk in Kinderdijk. En jij wil de trotse ouders geluk wensen vanuit Willemstad. Maar hoe?
2:1. 6:2, der erste Satz. 1:0 die Führung im zweiten, liebe Zuschauer, für Thomas Muster, der Österreicher mit dem besseren Start. Dieses dritte Viertelfinale der French Open 1990 an diesem 10. Spieltag. Eurosport live für Sie in Roland Garros. Hat doch ein bisschen Glück der Jugoslawe, dass dieser Ball ganz flach abspringt auf der Linie. Aber das ist die richtige Einstellung. Die Geduld an der Grundlinie, einfach gesagt, wenn man an den Kräfteverschleiß denkt. Und dann, wenn Muster kürzer wird, dann muss der Jugoslawe seine Stärken am Netz ausspielen. So kann der Weg sein zum Satzgewinn. Gespannt, wie Ivanisevic diese schwierige Situation zu überwinden versucht. Ganz gut fürs Erste. Bälle, die gegen Boris Becker zuweilen auf der Linie landeten. Indes meine auch, dass er ein paar Zehntelsekunden schneller am Ball war, oftmals, als heute in dieser Phase. Derweil 30 beide, 0-1 Rückstand. Hier nochmal der Ballwechsel, der zeigt die Spezialität in dem Voranschlag des Jugoslawen. Im letzten Moment dreht er noch mit dem Handgelenk den Winkel. Ivanisevic. Un jeu, pardon. Zero.
genau auf die Linie, dieser Aufschlag. 40-0. Damit schon wieder nach diesen zwei verschlagenen Returns von Ivanisevic. Da hat der Thomas Muster mal probiert, den ersten Aufschlag durchzuziehen. Ein Aufschlag, der noch nicht so den Besten der Welt gehört. Aber Ronald Leitgeb hat es erzählt, es wird viel daran gearbeitet, an diesen Schwächen. Auch dieser Schlag sitzt heute nicht, damit das Spiel wieder recht leicht für den Österreicher. 2-1 in Front. Sie nicht, doch sie haben es gesehen, eben wie verärgert Ivanisevic seinen Schläger da auf den Boden feuerte. Thomas Muster, ein Spieler, der immer am Break ist, und das ist der Umstand, an den sich Goran Ivanisevic hier im Bild nachdenklich im wahrsten Sinne des Wortes gewöhnen muss, denn diese harten Bälle, die Ivanisevic noch gegen Becker den Punkt brachten, da dieser viel mehr Fehler produzierte als hier Thomas Muster, diese harten Bälle kommen eben zurück beim Österreicher mit genau der gleichen Geschwindigkeit. Und das ist schwer für Ivanisevic, der es gewohnt war im Verlauf dieses Turniers, dass irgendwann der Gegner einmal seinem Druck erlag. So ging es auch Patrick Kühnen. Aber der Thomas Muster ist aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Er hat so viele Turniere in den letzten Wochen und Monaten gespielt gegen jegliche Spielcharaktere, dass er sich hier recht gut einfindet in dieses Match. Den ersten Satz gewonnen hat, mit 2-1 führt. Und Ivanisevic wieder unter Druck. Er liegt zurück und schlägt auf. Asse eben eingeblendet für den Jugoslawen. Doch was hilft's? Die Fakten sprechen gegen ihn. Da zaubert er sogar mit dem Blick für den freien Raum. Also doch der geniale Arbeiter. Ja, 6-0 der Stand, was die Asse betrifft. Aber ansonsten aus Sicht von Goran Ivanisevic 2-6 und 1-2. Man stelle sich vor, liebe Zuschauer, Ivanisevic schlägt 20 Asse und verliert 3x2-6. Mit zwei Spielenbällen jetzt Ivanisevic, der im letzten Jahr zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Finale eines Grand Prix Turniers stand, in Florenz, verlor dort gegen Orazio Della Pena. Ja,
Genauso ging es ihm auch bei seinem zweiten vor 2 Wochen im jugoslawischen Umag, als er seinem Landsmann Goran Pripic unterlag. Indes er sagte, dass dies ihm viel Selbstvertrauen gegeben habe, ebenso wie die Teilnahme am World Team Cup in Düsseldorf, bei dem ja die Jugoslawen den Titel holten. Da macht er mal das Spiel mit dem richtigen Schlusspunkt, einem Schmetterball. Goran Ivanisevic zum 2-2. Ja, bei diesem World Team Cup verlor er ja nur gegen Gustafsson, der hier verletzt ausscheiden musste. Leider war in der Runde der letzten 16. Aber ein Sieg im Finale über Jim Courier, der war doch mehr als ein Fingerzeig auf die Sandplatzqualitäten des Goran Ivanisevic. Und vor allen Dingen am Selbstvertrauen. Da hat er dadurch arbeiten können. Läuft auch hier über die Anlage, als könnte ihn nichts erschüttern. Dennoch, gegen Thomas Muster, einen der Hauptfavoriten, ist er mehr als in Schwierigkeiten. 2-2 im zweiten Satz. 15-0. Muster schlägt auf. 30-0. Alles, was er macht, verfehlt sein Ziel. So auch dieser Angriff mit dem zu schwachen Volley. Muster hier mit dem genau dem richtigen Rezept, diesem Rückhandslice. Und der beweist, was Muster in Monte Carlo sagte. Ich habe jetzt mehr Plan, mein Spiel aufzuziehen. Ich kann mich Gegner anpassen. Ich habe eine bessere Einstellung zum Spielaufbau. Dieses Spiel hat es gezeigt, dieses glatte zu Null-Spiel. 3-2 für den Österreicher aus Leibniz gegen Goran Ivanisevic. Nach der Pause sind wir wieder zurück. Made by Grundig. Reprise. Reprise. 3-2, auch im zweiten Satz die Führung für den Österreicher, dessen Rezept aufgeht. Ich weiß nicht, ob Ivanisevic nicht so allmählich sich nach anderen Lösungen umsieht. Doch wieder ruhiger erst einmal versuchen, von der Linie die Sicherheit zu finden, so wie es gegen Becker war. Ein Ball, der schwierig ist für Ivanisevic, denn der spielt nicht einen solch extremen Topspin wie Thomas Muster. Hat keine reißende Aufwärtsbewegung des Schlägers, sondern mehr einen Schwung, der sich vor dem Körper abspielt. Dreht den Oberkörper weit herum. Vielleicht schauen Sie einmal drauf. Unterschiede in der Technik, schwierig für ihn, diese tiefen Bälle im Halbfeld. Danke.
Fehler machen bekanntlich klug, drum ist einer nicht genug. Was ist los mit dem Jugoslawen? Ja, der zweite Aufschlag, der war nicht von schlechten Eltern. Genau da hinten ins Eck. 40-30. Spielball zum 3:3. Der Präsident des Tennisweltverbandes, Philippe Chartier, betritt die Ränge. Avantage, Ivan Isevich. Trotz aller Schwierigkeiten und Schwächen, der Jugoslawe kommt zu seinem dritten Spielgewinn beim dritten Aufschlagspiel dieses zweiten Satzes. Aber das Feuer ist noch nicht entfacht bei diesem Match. Zu viele Fehler, zu früh unterbrechen den Spielfluss. Er kann zufrieden sein. Guter Return von Ivanisevic. Hoch in die Rückhandecke des Österreichers. Man spürt, wie das Publikum jetzt froh ist, dass dem Jugoslawen auch einmal ein wichtiger Punkt von der Grundlinie gelingt. Vielleicht ein Indiz dafür, dass man hier dem Boris Becker-Bezwinger größeren Sympathien zuordnet. Das erste Break zum ersten Mal gewinnt also der jugoslawische Davis Cup Spieler Goran Ivanisevic.
ein Aufschlagspiel von Thomas Muster. Und das im doch sonst so bedeutsamen siebten Spiel. 4:3 die Führung also für den Jugoslawen im zweiten Satz. Thomas Muster und seine Erfolge bei den Grand Slam Turnieren. Ja, das Halbfinale bei den Australian Open 1989. Schauen Sie einmal, bisher der größte Erfolg in der Statistik dieser bedeutendsten Turniere. Vorhin ja nicht dabei bei den French Open. Ja, Sie wissen warum. Die Knieoperation lag zu diesem Zeitpunkt erst einige Wochen zurück. Goran Ivanišević im letzten Jahr im Viertelfinale der Australian Open. Da verlor er gegen Miloslav Mečiš, sein größter Erfolg bisher bei einem Grand Slam Turnier. Und ein Meilenstein in seiner Karriere. Es war der Durchbruch gewissermaßen. Der Tag, das Turnier, in dem der Name Ivanišević plötzlich in aller Welt bekannt wurde. Hier nun, liebe Zuschauer, da möchte er den Coup des Michael Chang wiederholen. Der Mann, der im vorigen Jahr aus dem Nichts kam und den Titel holte. Indes gestern entthront seine Viertelfinalniederlage gegen Andre Agassi. Die Rückhand, die war es doch, die er gegen Boris Becker zeigte. Erstaunlich, wie im Tennis ein solches Break eine derartige Änderung im Selbstbewusstsein zur Folge hat. 30-0, fast nicht in Gefahr, dieses Aufschlagspiel. Gerade sagen, jetzt trifft er alles, aber dann nicht diese Vorhand. Das ist ja eine Qualität von Thomas Muster. Auch nach solchen Rückschlägen erholt er sich unheimlich schnell. Ronald Leitgeb hat dies erzählt. Muster konzentriert sich immer nur auf seine Arbeit, will optimal vorbereitet in ein Turnier gehen, um sagen zu können, ich habe alles getan. Wenn ich verliere, war der Gegner besser, aber ich habe alles getan, um hier gut zu spielen. Und das tut auch momentan Goran Ivanišević. 4-3, 40-15, er kommt. Und für die, die die Asse, die Anzahl dieser Treffer sammeln, es war der achte bereits. Dennoch der Jugoslawe mit 5:3 in diesem zweiten Abschnitt in Front. Dies ein erstaunliches Resultat, wenn man überlegt, wie unsicher er ja auch in diesem zweiten Abschnitt war. Dennoch jetzt die Chance. Satzausgleich zu ermöglichen. Das zeigt auch dieser Ballwechsel. Ein Match, das jetzt völlig offen ist. Ist er wieder.
Da explodiert er. Und er hat ja auch eigentlich taktisch nichts umgestellt, liebe Zuschauer. Ist halt so im Tennis, ein Break gelingt ihm und dann trifft er wieder fast jeden Schlag, der junge Mann aus Jugoslawien, fast. Volles Risiko. Wartet er da, Goran Ivanišević lässt praktisch Muster ins Leere laufen im letzten Moment. Der Wechsel des Vorhabens, den Ball longline zu spielen mit dem Crossball. Ja, leider fängt die Kamera Ivanišević nicht ein, aber Muster macht jetzt gleich den Schritt nach rechts hier. Und da ist schon zu spät. Damit Satzball für den Jugoslawen. Einmal am Netz treffen sie sich beide. Mit der besseren Nase des Österreichers. Orientiert sich zur Rückhand. Gut, was Muster jetzt spielt, dass er Druck macht, dass er nicht abwartet. Seine mentale Stärke macht sich hier bemerkbar. Ja, die Break-Gelegenheiten des Jugoslawen nicht genutzt. Dies bringt den Österreicher abermals heran, verkürzt auf 4:5. Wir sind gespannt auf dieses nächste Aufschlagspiel. Bis gleich. Zij in Roosendaal is geen moment uit je gedachten. En jij wil haar dat laten weten vanuit Lelystad. Maar hoe? Wieder steht ein ganz großes Grand Prix-Wochenende vor der Tür. Dreimal ist Eurosport dabei im kanadischen Montreal. Freitag, Punkt Mitternacht, schauen wir uns den ersten Trainingslauf an. Und am Samstag um 23 Uhr sind wir wieder dort zum zweiten Trainingslauf. Und dann Sonntag, 19 Uhr, der ganze große Preis von Kanada live. Starten Sie Ihr kanadisches Grand Prix-Wochenende mit Eurosport am Freitag, 0 Uhr. Wir starten zusammen mit Longines. Eine Stunde, 12 Minuten gespielt, liebe Zuschauer, im Stadion Roland Garros. Mit seinem Aufschlagspiel kann der Jugoslawe den zweiten Satz für sich entscheiden. Yes.
Viel Glück hier für Ivanisevic, dass dieser Ball vor der Linie aufspringt. Und da ist ja immer eine kleine Erhöhung. Und genau darauf prallt der Ball, springt sehr hoch ab. Unmöglich zu retournieren. 15 beide. Auch der lässt Thomas Muster verzweifeln. Ass Nummer 9. Wenn schon mal läuft, dann läuft's. Zweistellig. Die Anzahl der Asse bereits. Zwei Satzbälle. Vielleicht haben Sie gemerkt, Thomas Muster ging in die ganz andere Ecke bei diesem Aufschlag. Ein Zeichen dafür, nicht zu erkennen, wo der Ball hingeht beim Aufschlag von Ivanisevic. Was für ein Abschluss dieses zweiten Satzes. Da riskiert Goran Ivanisevic alles, produziert ein Ass mit dem zweiten Aufschlag diesmal. Also eine ganz besondere Demonstration seiner Aufschlagstärke. Und da ist es alles wieder offen. Thomas Muster serviert zum dritten Durchgang. Hat sich also gut erholt, der Mann aus Leibniz, von dem Verlust des zweiten Satzes. Thomas Muster, ich hatte es bereits erwähnt, er hat gesagt, er hat auch viel dazugelernt, was den Spielaufbau betrifft. Und wenn man einmal so die Ergebnisse in diesem Jahr Revue passieren lässt, dann kann man dies auch ganz gut bewiesen sehen, denn Thomas Muster hat zum Beispiel in Estoril verloren gegen Aguilera. Hier die Arbeiten an der Seite, diese kleinen Elastocross-Teilchen, die dazu führen, dass die Seite eben noch ein bisschen länger hält und man mit der Seite, mit der man ja eben den Satz gewonnen hat, noch weiterspielen kann. Ich wollte sagen, Thomas Muster hat in Estoril gegen Aguilera verloren, hat diesen dann ganz glatt geschlagen in Monte Carlo. Das gleiche ist passiert in Monte Carlo im Endspiel, da verlor er gegen Chesnokov. Ein Turnier später in Rom trafen die beiden wieder aufeinander. Thomas Muster gewann glatt im Finale in drei Sätzen. Also auch das ein Beweis dafür, dass Muster fähig ist zu lernen, umzustellen in der Spieltaktik, eben mehr Plan vom Spielaufbau hat und das macht ihn noch um einiges stärker. Qualitäten, die gefragt sind in diesem Match mit Goran Ivanisevic. Silence, merci. Können wieder mitzählen. 11 Asse
bereits auf seinem Konto. Und jetzt sieht man auch die Abdrücke so schön, denn der Platz wurde neu abgezogen. Thomas Muster protestiert, dass er da noch gar nicht bereit gewesen sei, diesen Aufschlag zu empfangen. Indes 15 beide. Ja, das ist genau das Problem, was der Jugoslaw hat. Er spielte eine Rückhand voll durchgezogen und normalerweise reagiert dann ein Gegner mit einem Defensivball, aber Thomas Muster nicht so. Er spielt, ob es Vor- oder Rückhand ist, immer vollen Druck überrissen. Und da wirkt dann doch Goran Ivanisevic ein ums andere Mal überrascht. In diesem Fall war es so. 15:30. Aufschlagstärken folgen einmal Aufschlagschwächen. Und daraus resultiert, dass Muster zwei Break-Gelegenheiten hat. Zum dritten Satz. Er nutzt sie zur 2:0-Führung. Sein Selbstvertrauen damit wieder restlos hergestellt. Nach dem verlorenen zweiten Satz. Zweifel aber beseitigt. Das dürfte jetzt mal eine kleine Verwarnung geben. Schiedsrichter Perrault schaut ihn da an, tut's nicht. Wenn das der John McEnroe sieht, dann hat er wieder was zu meckern. Aber der Ball sitzt. Und da wir gerade bei diesen Strafen waren, wir hatten schon erzählt, Andre Agassi mit $1000 belastet. Der Führende in dieser Rangliste ist Erik Jehlen. Mit $2500 und das ist ja nun wirklich erstaunlich, denn er hat nur ein Match hier gemacht gegen Bruno Orejar. Also verbale Schwierigkeiten gab es da wohl. Das ist schon eine sehr hohe Strafe. Da muss also der Erik Jehlen schon einiges ausgepackt haben an unreinen Worten. Ivanisevic bleibt verschont von einer Strafe. 15:30. Bei Aufschlagmuster. Oh!
Ivan Ivanisevic arbeitet da beharrlich an einem Rebreak. Erstmals sehgeduldig von hinten. Und auch als er sich zur Beschleunigung entschließt, mit mehr Präzision. Das können wir hier noch einmal sehen. Damit alles wieder im Lot in diesem dritten Satz. 2:1 führt zwar noch der Österreicher Thomas Muster, aber der Jugoslawe Ivanisevic wird aufschlagen nach einer kurzen Pause. Noch ein paar Studien dieses letzten Ballwechsels. Wir zeigen, dass Ivanisevic diesmal von der Grundlinie das bessere Mittel hatte. Ganz interessant war übrigens eben eine Beobachtung, die wir machen konnten, als Goran Ivanisevic diese zwei Breakbälle hatte bei 15:40. Da wollte er den Schläger wechseln, schaute kurz hoch zu seinem Coach Balázs Taroshi, der aus unserer Perspektive genau gegenüber sitzt, hinten vor diesem linken Eingang, jetzt nicht mehr zu erkennen. Und er schüttelte heftig mit dem Kopf. Ivanisevic behielt das Racket in der Hand, machte den Punkt, Hut ab vor dem Trainer. Da war der Schiedsrichter Perrault ein bisschen zu früh mit der Entscheidung, denn der Netzrichter zeigte an, dieser erste Aufschlag, der ein Ass war, dass er das Netz berührt, und Ivanisevic zeigt an, der Ball war doch gut, 20, 30 Zentimeter über dem Netz. Nach 2-3 Sekunden dann erster Ausruf. Unmöglich. Hier noch einmal dieser Service. Tja. Also 20, 30 Zentimeter war er jedenfalls nicht über dem Netz. Ist auch nicht möglich bei einem solch harten Aufschlag, der nicht geschnitten ist.
bewegt Thomas Muster seinen Gegner wieder recht gut. Doch einige Fehler, wenn Ivanisevic sich schnell bewegen muss zu seiner Rückhand, zu seiner Vorhand vielmehr. Und diese hat ja eine recht aufwendige Schwungbewegung. Und das fällt dann doch zumeist recht schwer zu koordinieren, das schnelle Laufen und die enorme Schwungbewegung. Breakball. Abgewehrt, womit? Natürlich mit einem sehr starken Aufschlag. Platz genommen in der Gruppe der Ivanisevic. Begleiter hat im Übrigen auch der Vater von Monika Seelisch inzwischen. Schauen Sie mal, wie er sich freut, der Jugoslawe. Wie einst Boris Becker. Aber welche Chancen, die der Österreicher hier am Netz nicht nutzte. Viel zu halbherzig. Schon dieser Volley jetzt, da lässt er den Ball nur abtropfen. Jetzt hat er noch einmal eine Chance und dann der letzte Fehler. Ohne Selbstvertrauen, das Volleyspiel des Thomas Muster in dieser Phase. Und das führt zum Spielball für Ivanisevic. Greift sich ans Bein. Ist es das Operierte? Hat ja gesagt, dass er jetzt doch mehr aufpassen müsse. Deshalb auch unter ständiger medizinischer Betreuung durch Professor Willi Dummel, der neben Ronald Leibgeb Platz genommen hat. Er hat sich da mit dem Schläger draufgehauen bei diesem Cross und das scheint doch ziemlich weh zu tun, denn der Thomas Muster ist keiner, der zimperlich ist. Ganz im Gegenteil. Eine ärgerliche Sache und die Tennisspieler unter ihnen werden das wissen. Es passiert jedem einmal. Äußerst schmerzhaft. Gerade in der Kniegegend. Aber es scheint wieder zu gehen. Zwei beide. Ja, gestern hat sich ja Manuela Maleva selbst die Augenbraue aufgeschlagen bei einem missglückten Schwung. Cassio Motta, der Brasilianer, macht Platz frei. Guter erster Aufschlag von Thomas Muster, der mittlerweile in 15 Davis-Cup-Partien hintereinander ungeschlagen ist. Sagenhafte Bilanz. Ja, Duell mit den Amerikanern im September im Wiener Praterstadion. Kann er diese Superserie sogar noch ausbauen? Welch ein Tennisfest da unter freiem Himmel geplant ist. Kompliment dieser Idee. Es war abgeschenkt, wie die Tennisspieler sagen. 40-0. Da hat er im Prinzip kein Interesse mehr, noch etwas zu tun. Musste er, das scheint doch immer noch weh zu tun. Um den Faden noch einmal aufzunehmen, dieses Duell gegen die Amerikaner. Dadurch brachen ja Boris Becker und Karl-Uwe Steeb eine Serie von Andre Agassi, der hier im Halbfinale steht, denn der hatte vor diesem Halbfinale im letzten Jahr eine Einzelbilanz von 7-0. Und hier haben Sie ganz kurz gesehen am linken Bein die Operationsnarbe.
von Thomas Muster, aber es war ja das Rechte, dass er sich den Schläger schlug. Und jetzt, es scheint doch etwas Ernstes zu sein, ob irgendetwas gebrochen, gerissen wäre. Er möchte den Doktor sehen, er möchte hören, ob es da eine ernsthaftere Verletzung gab. Oh je, das wäre natürlich mehr als tragisch für Thomas Muster. 3 Minuten stehen ihm zu, hat er gesagt, um den Doktor zu sehen. Ja, da hat er sich doch ein ganz schönes Ding verpasst. Den Kontakt auch mit seinen Betreuern eben, um denen zu zeigen, ja, ja, bin da momentan besorgt. Tja, das wäre abermals ein großes Pech. Er, der vor einem Jahr diesen Kreuzbandriss so schnell überstand, wie kaum ein anderer zuvor. Man fragt sich hier, wo ist er denn? Es kann doch 10 Minuten dauern, bis der endlich kommt. Natürlich ungeduldig. Also das wäre schon fatal, wenn dieser Thomas Muster, der in solch glänzender Form ist momentan, Schiedsrichter Perot nimmt es recht gelassen, wenn dieser Thomas Muster hier durch eine Verletzung ausscheiden würde. Und da erklärt er es, ich habe mich selbst getroffen mit meinem Schläger, während Perot sagt 3 Minuten zur Behandlung. Zeigt es nochmal an. Also mit Eis. Er will es wissen, was es ist, Thomas Muster, aber ich glaube, aus den letzten Worten konnten wir entnehmen, dass er doch beruhigt ist, denn es scheint nichts Ernsthaftes zu sein. Es war nach dem Punkt. Er ist beruhigt. Es ist okay. Ja, hart mit sich selbst, wie mit seinen Gegnern. Und hier auch einmal hart gegen sich selbst, im Sinne des Wortes, wenn er sich da selbst getroffen hatte. Aber vielleicht hat das ja auch gleich einen positiven Nebeneffekt. Wir erinnern uns 2 Tage zuvor, Thierry Champion. Die Fortsetzung des Michael Cheng Triumphs über Lendl. Ein angeschlagener Sieger am Ende von 5 Sätzen. Fehler, die wir oft gesehen haben. Er steht ja sehr offen, der Jugoslawe, und wenn er den Ball ein bisschen spät trifft, dann schafft er es nicht mehr, den Oberkörper herumzudrehen. Das ist ja eine Eigenart seiner Vorhand. Und das ist gleichbedeutend mit einem Fehler, dem Schlag ins Netz. Ganz selten nur mit Bällen im Aus. Und den Schlag, den kennen wir mittlerweile. Deuxième service.
Sehr aggressiv herausgespielt, diese Gelegenheit zum 30-1 beide. Obwohl sich hier in dieser Phase auch Ivanisevic von der Grundlinie lange Zeit viel besser gewehrt hatte. Zu kurz der Return von Muster nach diesem hochabspringenden zweiten Aufschlag von Goran Ivanisevic. Damit der wichtige Punkt zum 40-30 aus Sicht des Jugoslawen. Ein Spiel, das jetzt wirklich auf der Kippe steht. Balázs Taruti klatschte übrigens einmal kurz freudig in die Hände eben bei diesem gelungenen Rückhandschlag. Jetzt aber wahrscheinlich nicht nach dem Doppelfehler. Die Trainer und Coaches, die sind ja nicht zu beneiden, genau wie beim Fußball, leiden ja mit. Wenn es eng wird, dann ist dann hin und wieder wenigstens die Verlass auf den Aufschlag des Jugoslawen. Abermals Einstand. So dunkler in Roland Garros im Moment. Was Nummer 13. Die 20 wird er heute übertreffen, da bin ich mir sicher. Aber wird er auch ihn hier schlagen können? Das ist die Frage. Und jetzt nutzt Ivanisevic die Zeit, um sich einen neuen Schläger zu nehmen, nachdem er dieses Aufschlagspiel gewinnen kann zum 3:3. Auch das hervorragende Taktik, denn bei seinem eigenen Aufschlagspiel wäre es ungünstig, wenn er aufschlagen müsste, kurz zuvor den Schläger zu wechseln. So aber hat er Einspielzeit, sich an die Bespannung zu gewöhnen.
Den erkennt Thomas Muster schon im Ansatz, diesen Stoppball. Das war aber auch so ein Ball, den Ivanisevic spielte, weil er wohl nicht mehr viel länger in diesem Ballwechsel hin und her laufen konnte. Ein Verlegenheitsball, ein Zeichen von Kraftlosigkeit, zumindest in dieser Phase. Ja, und jetzt, das sehen Sie nicht, fängt es plötzlich an zu regnen. Mein Kollege Henry Hennig hat es vorausgeahnt. Die Wolken über Paris, über Roland-Garros, doch sehr dunkel. Und da gibt es jetzt Unruhe und das stört natürlich Thomas Muster. Das Aufspannen der Regenschirme. Wir brauchen keinen. Wir sitzen in der Kabine. Ja, noch mehr stört Ivanisevic diese Bewegung auf den Rängen. 4:3 Führung im dritten Satz für Thomas Muster. Mal sehen, wie Schiedsrichter Perrault jetzt reagiert. Wir werden oft gefragt, was die Prestige Class von Korean Air noch mit einer gewöhnlichen Business Class zu tun hat. Offen gestanden, es gibt nur eine einzige Gemeinsamkeit. Aber wer wollte in einer solchen Atmosphäre über Preise reden? Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Flug. Korean Air. Einige Zuschauer haben sich für einen Regenfall präpariert. Schiedsrichter Perrault indes signalisiert, weiter geht's. Bei einer 4:3 Führung im dritten Abschnitt für den Österreicher. Die Bilanz der Asse nicht ganz richtig. Wir führen akribisch Buch. 13 Asse sind es, die Goran Ivanisevic. Entschuldigung, 14 sind es, die er auf seinem Konto hat. Turn traf Muster ein wenig zu spät, aber das kam ihm in diesem Fall zugute, denn dadurch landete der Ball cross und 30 beide. Du führst weiter Buch. Willst du es wissen wieder? Wir melden uns bei einer Rundenzahl. Die 15 momentan. Vorwärts.
zu viel Rücklage bei dieser Rückhand. Damit vier beide. Die Frage ist, kann Ivanisevic diese Konzentration halten? Wirklich in jedem Aufschlagspiel zwei, drei Punkte mit dem ersten Aufschlag zu erzielen. Denn die Punkte braucht er dringend, sobald er den zweiten Aufschlag verwendet. Ist Muster im Spiel und der muss jetzt seinen Aufschlag durchbringen. Vier beide im dritten Satz. Der Linie. Keine Proteste des Jugoslawen. Schnell am Netz und der Touch. Also so doch was von seinem Idol Henri Leconte, eines seiner, wenn man so will, sportlichen Vorbilder. Denn er sagt, er hat Gefühl und halt Schlagkraft. Zwei erfolgreichen Bällen mit der Vorhand. Jetzt der Fehler beim Return. Das ist eine recht wichtige Phase. Man merkt, dass auch beide Spieler reagieren auf Fehler. Das Spiel zum 5:4 für den Österreicher. Derweil hat Karos Balaschi seinen Platz verlassen. Gespannt, wo er wieder auftaucht. So ein Match. Ja, viele Schlagzeilen heute natürlich drehen sich in Paris noch einmal um Henri Leconte. Der Titel der größten Sportzeitung in Frankreich, L'Équipe, lautet: Henri Leconte verpasst seine Chance, die da heißt Agassi. Und interessant noch einmal ein paar hintergründige Ereignisse um Jonas Svensson, der nämlich hat erzählt, Henri Leconte habe mit mir 2 Stunden 50 gespielt, aber ich war insgesamt 5 Stunden mit meinen Gedanken bei diesem Match. Nämlich er erzählte, dass er schon 2 Stunden vor dieser Begegnung in der Kabine gesessen habe und sich immer wieder einflößte und vor sich hinsprach: Ich kann ihn schlagen, ich kann ihn schlagen.
die Studie von Muster, der extreme Rückhandgriff. Der Österreicher führt 5:4. Und Ivanisevic, der jetzt beweisen muss, dass er als 18-Jähriger keine Nerven kennt, schlägt auf. Muster beißt sich da wieder in diese Chance, das spürt man bei diesem Return. Und das ist genau das Rezept, was Ronald Leitgeb uns gestern verkündete, das sei die Taktik. Mit vollem Risiko, nicht unbedingt gezielt, aber eben volle Härte der Return. Mit Bravour und jetzt hat er Pech. Eigentlich warten wir auf das nächste Ass. Müsste jetzt kommen. Von wegen. Anzahl der Doppelfehler auf 4 gesteigert. Und das führt dazu, dass Thomas Muster 2 Satzbälle hat. Unglaublich, dieser Schmetterball. Thomas Muster im Verlauf dieses Ballwechsels 2-3 Mal bestrebt, ans Netz vorzurücken, hat es sich dann aber im letzten Moment noch anders überlegt. Und diese Präzision bei dem Schmetterball war auch ein bisschen Glück dabei. Silence, s'il vous plaît. Präzisionsarbeit. 2 Breakchancen für Muster vereitelt. Erstaunlich, wie sich der Jugoslawe immer wieder in diesen Momenten zu steigern vermag. Gespielt von Muster, der dran bleibt. Jetzt wieder so eine kitzlige Situation. Ivanisevic da ja so ein bisschen parallel spielen zu Boris Becker, der auch in entscheidenden Situationen sein bestes Tennis spielt. Dieses Kitzeln, das braucht auch der Jugoslawe, um dann noch ein bisschen mehr zu riskieren.
das Kitzeln hier zu sehen, als er beim zweiten Ausschlag sofort ans Netz vorrückt. Indes Muster kontert. 6:4 der dritte Satz für den Österreicher. 2:1 Satzführung. Und der Blick zu Ronald Leitgeb. Schier aus dem Häuschen, Thomas Muster. Das zeigt, wie sehr er sich doch auf dieses Match konzentriert, wie auf jedes. Denn spätestens seit dem Finalsieg in Rom, da hat er den Glauben, dass er auch die ganz Großen schlagen kann, dass er ein ganz großes Turnier gewinnen kann. Das fehlte ihm ja immer so etwas. Hier kann er zumindest ins Halbfinale einziehen. 2:1 Sätze liegt er vorn. Zeiger zum zweiten Male seine Runde gedreht. Er bringt den Ball nicht unter. Und die Reaktion hier unten von Thomas Muster, der jetzt natürlich dieses erste Aufschlagspiel gewinnen will. Wichtig für die Konzentration ist das der Verlierer, der sich hier hinunter begibt, um noch einmal nachzudenken über die verpasste Chance. 30:15. Der Linienrichter hatte nicht reagiert, indes Schiedsrichter Ero. Vorteil. Diesmal kommt die Rückhand, die Thomas Muster beim vorletzten Ballwechsel noch verschlagen hatte. 1:0 also der Spielstand im vierten Satz bei einer 2:1 Satzführung für Thomas Muster. Bis gleich. Als een pauw zo trots op zijn eigen kantoor in Werkendam. En jij wil hem daarmee geluk wensen vanuit Nijverdal. Maar hoe? Up to date with all the latest sports news from around the world.
Enjoy the most comprehensive coverage. Fascinating features, in-depth interviews, results and rankings. Everything for the Eurosports fam on NEC Trans World Sport. Tonight at 8, 7 UK. Der Weg des Goran Ivanišević muss nun über 5 Sätze gehen, wenn er hier noch etwas ausrichten will, am Ende noch als Sieger vom Platz gehen möchte. Ja, und über 5 Sätze, dies ein besonders schwieriger Weg gegen Thomas Muster, kein Zweifel. Und der Sowjetrusse Andrei Chesnokov hat dies einmal so formuliert. Er sagte, wenn du gegen Muster über 5 Sätze gehen musst, dann trinkst du am besten eine Flasche Wodka und die flößt du ihm beim Seitenwechsel ein wenig ein. Also etwas humorvoll. Die nimmermüde Kraft des Österreichers formuliert. Im Krafttraining war es auch, was er viel gemacht hat in der Pause nach der Verletzung. Er ist im Oberkörper viel stärker geworden. Damit hält er den Druck jetzt wirklich auch 5 Sätze durch. Die harten Schläge. Und sein Spiel ist kraftaufwendig im Vergleich dazu, das von Goran Ivanišević, das viel mehr vom Schwung lebt. Aber die Kondition ist eben stärker bei Muster. Und wir werden sehen, ob es einen 5. Durchgang gibt. Noch gut am Ball eben. Kann mich erinnern, dass ein ums andere Mal im Match gegen Becker solche überraschenden, rausgeschlagenen Schläge im Feld landeten. Gute Wolle hier von Muster. Und auch dünn im Aus. So etwas passiert, wenn die Kraft nachlässt, damit auch die Konzentration. Dieser Rahmenball, Kennzeichen der momentanen Verfassung, Breakball für Muster. So geht das. Diesmal eine Netzkante im Weg. Es gab kaum die Situation, dass aus einem Netzball kein Netzroller für Ivanišević resultiert in diesem Match. Also da kann er sich wirklich nicht beschweren.
Auf der Linie dieser Aufschlag. Damit 40-15. Das, was wir in diesen Ballwechseln gerade sehen, nennt Thomas Muster selbst so: 20% Talent, 80% harte Arbeit. Die Umstellung von Ivanesevic nicht mit Erfolg belohnt. Diese Umstellung auf den Rückhandslice. Thomas Muster erneut mit einem Aufschlaggewinn. Man könnte sich fragen, wie ist es überhaupt möglich, dass einer, der einen solch harmlosen, in Anführungsstrichen, Aufschlag hat, ständig seinen Service durchbringt und einer wie Goran Ivanesevic zurückliegt. Und der spielt ja auch nicht schlecht von der Grundlinie. Der Grund ist darin zu finden, dass Thomas Muster ein Spieler ist, der seine Punkte zum größten Prozentsatz erzielt, aus einem Ballwechsel heraus. Das heißt, wenn er selber Aufschlag hat, ist es sicher, dass es einen Ballwechsel geben wird. Wenn aber Ivanesevic auflegt, und das kann er ja recht stark, das haben wir gesehen, dann hat Ivanesevic die Möglichkeit, direkt den Punkt zu erzielen. Sobald aber der zweite Aufschlag ins Spiel kommt, ist Muster in diesem Ballwechsel und dann wird es ganz eng für den Jugoslawen. Die Studie der Grundschläge, achten Sie auf den extremen Griffwechsel, immer durch die linke Hand. Hier zeigt die Fläche, mit der Muster den Ball trifft, zu uns bei der Ausholbewegung. Und die rechte Hand natürlich bei ihm ist immer dafür zuständig, den Griffwechsel vorzunehmen. Ball 9. Okay.
der Bezwinger von Boris Becker in Schwierigkeiten. Dokumentiert da gerade seine Ratlosigkeit in die Ecke seiner Betreuer. Und wenn er dieses Aufschlagspiel verliert, ein Typ, der sich dann wohl nur noch schwer aufbäumen wird. Gut, dieser Tempowechsel, und das war so ein Beispiel. Der erste Aufschlag kommt nicht. Und da ist dann Ivanisevic gleich unter Druck. Und daraus resultieren dann oftmals seine Angriffsversuche, mit dem zweiten Aufschlag direkt ans Netz zu gehen. 0-40. Immer unterwegs, Thomas Muster, und wenn nicht die Beine mehr wollen, dann wirft er halt mal den Schläger, aber eine Szene mit Symbolgehalt, nicht zu bezwingen, lange Zeit, dies zermürbt den Gegner auf Dauer. Starker Return von Muster, diesmal Rückhandslice vor die Füße. Und damit macht er das Break, ein Break, das eigentlich Goran Ivanisevic gebrauchen könnte. 3-1 für Muster damit im vierten Satz. Un peu de silence, s'il vous plaît. Merci. Nah davor zu explodieren. Viel zu ungeduldig. Da muss Ivanisevic stehen bleiben bei diesem Ball, läuft aber durch. Das passiert auch einem Profi, einem, der seine beste Weltranglistenplatzierung 29 nach diesem Turnier vielleicht schon überbietet. Gut im Bauch, vielleicht geht's so. 0:30, 15:30. Nicht doch 30:15, pardon. Die Länge von den Grundschlägen des Thomas Muster recht stark, aber diesen Goran Ivanisevic, den wollen wir noch nicht abschreiben. Er hat immer noch etwas im Kästchen.
Ohne halt Leid gebe. Ja, die Bedeutung dieses Spiels ist doch enorm. Dieser Ball von Ivanisevic war natürlich glücklich, aber was soll's, er hat Breakball. Und das gibt uns recht. Er ist nie zu unterschätzen. Immer gefährlich. Etwa 13.000 Zuschauer auf den Rängen. Ball will Muster überprüfen. Wieder die Breakchance für den Jugoslawen. Gelegenheit zum Rebreak. Ausgleichende Gerechtigkeit, diesen Ball vorhin, der ins Aus ging, den hatte Muster mit dem Rahmen getroffen und diesen Vorhand-Angriffsball, der war auch nicht gerade sauber, aber umso gefährlicher, wieder Einstand. Becker immer wieder zu spüren bekam. Zuschauer, die hoffen, wie wir, auf eine Steigerung der Qualität. Spannend ist es zweifellos.
aber solche Schnitzer. Avantage, Ivan Isevich. Silence, s'il vous plaît. Es kann sein, dass dies die letzte Breakchance von Goran Ivanisevic war, denn wie oft haben wir es hier in den letzten 10 Tagen beobachten können? Er so viele Chancen verpasst, er hat kaum Chancen, das Spiel zu gewinnen. Ein so wichtiges Spiel. 4:1 oder 3:2 für Muster. Wir werden es sehen. Und da hat er auch mal den Tanz auf der Netzkante für sich entscheiden können. Ja, schön, wenn man auch lachen kann, obwohl es ernst ist im Moment. Und was für eine Vorhand wieder von Ivanisevic, der die so locker spielt. Thomas Muster mit dem wesentlich höheren Kraftaufwand, auch dadurch zu erklären, dass er mehr Topspin spielt. Und jetzt hat er zum ersten Mal Vorteil. Dieses fünfte Spiel im vierten Satz, liebe Zuschauer, vielleicht eines der Höhepunkte bisher in dieser Begegnung. Muster ist die Seite gerissen. Und darum wählte er den Weg ans Netz. Jetzt tauscht er den Schläger aus. Können Sie momentan nicht im Bild sehen. Der Jugoslawe derweil in der Hocke. Auch Michael Cheng vor einem Jahr. Oftmals die Kniebeuge suchend. So, die fünfte Breakchance. Mal sehen, ob er die nutzen kann. Besonders schwierig jetzt natürlich für Muster, mit neuer Bespannung zu servieren. Jawohl, das Break perfekt zum 2:3 Anschluss im vierten Satz. Und was für ein hartes Stück Arbeit, da lässt er sich in den Stuhl fallen, wie in einen Fernsehsessel. Pause für ihn, die hat er nötig, Pause für uns, für Sie, bis gleich. Das Spiel hatte in seiner Leistung wohl die höhere Phase aller bisherigen Spieler erreicht. Kein Zweifel, hier noch einmal ein paar Studien aus dem letzten Ballwechsel. Das Barometer steigt also auch auf den Rängen.
Ja, wie viel Kraft hat er lassen müssen, Goran Ivanisevic, um diesen Spielgewinn zu ermöglichen. Aber jetzt ist er wieder gut dabei, liegt zwar mit 2-3 hinten im vierten Satz. Zwei der ersten drei Sätze hat er verloren, aber er hat Aufschlag. Momentan noch etwas Unruhe. Die Leute unterwegs noch auf den Gängen, direkt am Spielfeld. Und jetzt geht's weiter. Ist das das Mittel, welches ihm Balázs Taroshi empfohlen hat? Der Coach, mit dem er seit September letzten Jahres zusammenarbeitet und mit dem er im Viertelfinale, vielmehr im Finale eines Turniers stand, in diesem Jahr in Brüssel. Das Turnier, das Boris Becker ja im Einzel gewann. Tja, das wird wohl ein Puzzlespiel für den Linienrichter, da eine Position zu finden. Und wenn es dieser Abdruck war, und ich glaube, der Linienrichter hat diesen Abdruck genau fixiert, dann war das Ganze doch ein bisschen dubios, was Goran Ivanisevic betrifft, denn der hätte das sehen müssen. Spieler sehen das bekanntlich sowieso besser. War nicht sehr fair. Vielleicht hat er es ja nicht gesehen. Wir wollen ihm das nicht vorwerfen. Aber jetzt die Entscheidung gegen ihn. Und sogar die Punktentscheidung gegen ihn. Das muss man jetzt natürlich abwägen. Hat er den Ausruf gehört und deswegen nicht den Ball gespielt? Oder, und dazu muss man, glaube ich, mehr tendieren, hätte er diesen Ball sowieso nicht mehr kriegen können. Der stand direkt daneben, kurz nachdem er aufgeschlagen hatte. Und das Ergebnis, Thomas Muster steht schon bereit. 30 beide. Mal sehen, wie Ivanisevic damit umgehen kann. Diesem Ärger um diesen Ball. Offensichtlich nicht. Ja, wir schauen immer beide ab und zu mal auf die Ass-Statistik. 18 steht da noch. Es gab lange kein Ass mehr. Das eröffnet natürlich immer mehr Chancen für Thomas Muster. Jetzt hat er Breakball. Das Break mit dem Doppelfehler, also der Twist mit Schiedsrichter Perrault. Hat an der Konzentration gezehrt. Zum dritten Mal ein Break in diesem Match hintereinander. Und diese Situation ist etwas, was natürlich leichter einem 18-Jährigen passiert, einem 18-Jährigen wie Goran Ivanisevic.
Viele Spieler, die länger im Profi-Circuit unterwegs sind, hätten dies vielleicht eher weggesteckt. Er tut's nicht. Alle Chancen für den Österreicher. Interessant ist die Aufschlag, das Aufschlagverhalten von Thomas Muster. Er spielt fast jeden ersten Aufschlag nach außen, das heißt auf dieser Seite auf die Rückhand und auf der anderen auf die Vorhand. Immer geschnitten, hier auch wieder der Versuch, die Rückhand anzuspielen. Und mit dem zweiten variiert er dann. Und da lässt er den Centercourt noch einmal ins Wallen bringen, der Jugoslawe, mit diesem Lob. Selbst nach diesem schier aussichtslosen Ball läuft Muster mit einem Sprint. Schauen wir hier, dreht sich um. Und den Ball, mit dem er überlobt wurde, hat er dann gepackt und gleich weggeworfen. Den nimmt er nicht mehr zum Aufschlag, weil der bringt ihm keinen Punktgewinn. Das Spiel für Muster folgerichtig zum 5:2. Ja, ist da noch was zu machen für Ivanisevic? Ganz offensichtlich nervlich nicht mehr auf der Höhe. Der Jugoslawe, der als 16-Jähriger gegen die Bundesrepublik schon einmal gespielt hat im Davis Cup. Damals verloren und ein ausgezeichnetes Doppel an der Seite von Slobodan Sivojinovic, der hier auch dabei war, gleich in der ersten Runde verloren hat. Das war so gewissermaßen das Debüt und ein weiterer Doppelerfolg, der brachte auch einen deutschen Spieler ins Gespräch, nämlich Rüdiger Haas. Er gewann zusammen mit Goran Ivanisevic das Turnier von Jochen Grosse, den Frankfurt Cup 1988. Und seitdem ging es eigentlich steil bergauf für den Jugoslawen. Und Jochen Grosse, der ja mit seinem Turnier im Oktober in Berlin erstmals vertreten ist, eine tolle Idee, wie ich meine, für die vielen DDR-Zuschauer. Der Hinweis in Berlin, Tennis, der Weg ist kurz. Ja, Ivanisevic, so hat er uns unlängst mitgeteilt, ist auf jeden Fall dabei in Berlin, wie auch Korda, dessen Doppelpartner. Und natürlich viele andere Spitzenspieler des Welttennis. Die Frage, wird Jochen Grosse einen Viertelfinalisten oder einen Halbfinalisten bei seinem Turnier begrüßen dürfen? Die wird in den nächsten Minuten vielleicht schon beantwortet sein. 2:5 liegt Ivanisevic zurück und 0:15. Hat er es abgehakt, gedanklich? Ja, ich glaube schon, Matthias, dass hier im Kopf nichts mehr ist. Die Signale in die Beine, in die Arme, nicht mehr da. Wie schnell Muster da die Richtung änderte. Scheitert dennoch mit dem Lobversuch.
Der Beifall wird ihm gut tun. Da macht er doch noch einmal ein Spiel zum 3:5 Anschluss. Muster mène par 5 jeux à 3. Petit silence, s'il vous plaît. Merci. Ja, diese Taktik, die wir angesprochen hatten, mit diesem ersten Aufschlag nach außen, die hat zur Folge, dass Goran Ivanišević eben der Erste ist, der das Feld weit öffnet. Und dann hat Muster die Chance, wie bei diesem Ballwechsel, ihn wirklich laufen zu lassen. Und zumeist macht er dann den Punkt. 30-0. Zwei Punkte fehlen dem Österreicher noch an seinem Einzug in das Halbfinale der French Open 1990. Und es wäre der größte Erfolg in der Karriere des Thomas Muster. Sieht man einmal natürlich vom Triumph in Roma. Den winkt er aus. Damit 40-0. Drei Matchbälle für Muster. Petit silence, s'il vous plaît. Welch ein Ball, schöner konnte der letzte nicht gespielt werden für Thomas Muster. Und wie eine geballte Ladung Energie hat er sich auch dann zum Netz orientiert. Die letzten Glückwünsche, die ersten Glückwünsche vom Verlierer. Der letzte Ball, würde ich sagen, der ist noch ins Publikum geschossen worden. Und auf den Rängen der Jubel des Anhangs um Ronald Leitgeb und Professor Dummel. Hier der glückliche Sieger. Ja, diese Leistung des Thomas Muster. Wenn wir jetzt auf die Auslosung schauen, sein nächster Gegner wird sein entweder Andrés Gomes oder Thierry Champion. Es ist davon auszugehen, es gab in letzter Zeit ein knappes Match, das war die Italian Open zwischen Muster und Gomes, dass das zwar eine harte Aufgabe wird, aber dass Muster doch dieses Endspiel tatsächlich erreichen kann und so wie er sich hier vorstellte, zwar nicht spektakulär, aber mit unglaublich harten Grundschlägen agierend und auch für einen guten Aufschläger wie Goran Ivanišević. Und der hat heute wieder gut aufgeschlagen, denn mit 18 Assen in der Endphase haben wir diese Asse vermisst, war er wieder am absoluten Limit gegen Boris Becker mit 19, also daran kann es nicht gelegen haben an diesem Aufschlag, aber die Beharrlichkeit des Thomas Muster sicherlich ein entscheidender Punkt. Michel, merci de nous rejoindre. Ein glücklicher Sieger bei unseren Kollegen von Antoine Deux. Thomas, j'allais dire peut-être encore plus facile que prévu, seulement quelques problèmes dans le deuxième set. Mais vous avez toujours mené le match. Well, it's very hard to play against Thomas Muster wird konfrontiert mit der Frage, wie er denn das Match erlebt habe. Die Eckpfeiler der Begegnung. Ja, er wusste, dass es schwer wird. Die Aufschlagstärke des Jugoslawen. Darauf war er vorbereitet. Und deshalb in diesen Bereichen im Return große Konzentration. Well, I never had a problem with the elbow, but in a point, I think in the second set, denn der Ellbogen Probleme bereitet. Man hörte, dass er da sich ein wenig schonen musste. And I was bleeding, so I don't, you know, it was cracking.
So I didn't know if anything was, you know, broken or like, you know, and because it was hurting very bad. Ah ja, es ging also um die Verletzung eben, liebe Zuschauer, die Thomas Muster da registriert hatte, als er seinen eigenen Schläger an sein Schienbein prallte. Und er war halt besorgt und deshalb wollte er auf Nummer sicher gehen und deshalb wollte er den Arzt. Well, I don't think I want more to win, but I think it's a different spirit because I know that winning in tennis and losing is not everything in life. And ja, die Operation, die angesprochen wird, auch die schwierigen Verletzungen, die hat ihm Thomas Muster gelehrt, dass Gewinnen und Verlieren auf dem Tennisplatz nicht alles sei im Leben. If you stay out there, you know tennis is not everything. You know, and I'm enjoying more playing actually. You know, every shot I make out there, I'm happy. Er glaubt, dass ihm mittlerweile die Freude am Tennissport. Voilà, une belle philosophie de la vie qui doit bien plaire à Michel Drey d'ailleurs. Michel ou Jean-Paul, question de spécialiste. Sehr, sehr Jean-Paul. Viel im Leben gibt, das ist klar. Der Sieger hier im Gespräch. Wir aber machen eine kleine Pause. Bis dann.